Du kennst jetzt schon die leitereigenen Akkorde. C-Dur, D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur, A-Moll, H vermindert, C-Dur. Ein Akkord kannst du aber auch in einer Umkehrung spielen. Also ist es dann immer noch C-Dur. Grundlage, Grundakkord, die sogenannte erste Umkehrung oder Oktavlage. Dann wird der Klang nämlich viel interessanter. Du kannst das folgendermaßen üben. Erstmal als Tonleiter. Da hast du die Orientierung jetzt nicht im ersten Finger, im Daumen, sondern der namensgebende Ton ist jetzt im fünften Finger. C-Dur, D-Moll und so weiter. Genau dasselbe geht auch mit der sogenannten zweiten Umkehrung. Da ist der Grundton, der namensgebende Ton, in der Mitte des Akkordes. Achtung hier nochmal, Fingersatz 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5. Zum Beispiel rhythmisiert. Kannst du damit, ich nehme jetzt mal die erste Umkehrung, zum Beispiel eine kleine Improvisation machen. Das erkläre ich dir im nächsten Video.